In praktisch jeder guten Restaurantküche gibt es die Zutaten, neue, unbekannte Lebensformen zu erschaffen. Gut möglich, dass sie uns eines Tages feindlich gesonnen sein werden. In jeder guten Restaurantküche gibt es aber auch einen Koch, der all dies im Zaum halten sollte. Und hier ist er. Nein, das tut jetzt nicht weh. Der Oktopus ist nämlich schon tot. Wir müssen doch gar nicht die Arterie abschneiden, um ihm hier den Schuss zu setzen. Aber manchmal macht es einfach nur Spaß. Heute kümmern wir uns um die Zubereitung dieses reizenden Tierchens. Octopus vulgaris, auch Pulpo genannt. Zäh soll er sein. Nicht zu schlucken, nicht zu beißen. Also noch zäh. Buttrig zart, super lecker. Es ist alles eine Frage der Zubereitung. Am Anfang steht immer das Knoblauchöl. Es war eine von diesen dunklen Nächten, lange nach dem offiziellen Feierabend. Aber es musste noch getan werden. Knoblauch kleinschneiden, zerdrücken und mit dem guten Olivenöl auffüllen. Nach einer Nacht im Kühlschrank wird ein Wundermittel daraus. Dr. Pulpo ist jetzt dran. Schöne, fingerdicke, kleine Gemüsestückchen. Da kann man wunderbare, tolle Sachen machen. Wir können auch Türmchen bauen. Dass wir hier hoch kommen. Wenn es umfällt, machen wir was anderes damit. Wir können Mikado spielen. Oder wir nehmen es einfach für unser Gemüsebett. Uns würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Nächste Woche. Wir haben so viele verschiedene Themen. Wir nennen uns Underdogs. Wir haben so viele Sachen vor.